In unserem Videokurs Körpersprache lesen für Verkäufer und Führungskräfte haben wir uns angeschaut, wie Körpersprache auf andere Menschen wirkt. Das heißt, wie unser Gegenüber durch seine Körpersprache sein Gefühlsleben an uns kommuniziert. Der noch wichtigere Adressat unserer Körpersprache sind aber wir selber. Das heißt, was wir mit unserem Körper machen, bestimmt zu einem Großteil darüber, wie wir uns fühlen. William James, der Begründer der modernen Psychologie, hat gesagt, ich tanze nicht, weil ich glücklich bin, sondern ich bin glücklich, weil ich tanze. Das heißt, mit gewissen körperlichen Positionen geht ein gewisser emotionaler Zustand einher. Jetzt haben die meisten Verkäufer eine relativ unglückliche Warteposition, nämlich leicht in sich zusammengefallen, und meistens oder oft auch noch sitzend. Diese Position signalisiert uns selber, wir sind klein, wir sind unmotiviert, wir fühlen uns nicht als Herr der Lage. Es gibt gewisse andere Positionen, sogenannte Power-Positionen, mit denen wir uns selber und auch anderen kommunizieren. Uns geht es gut und wir sind Leute, die zupacken, wir sind Macher und keine Opfer. Worauf kommt es dabei an? Der Blick geht tendenziell nach oben bei Menschen, die positiv gestimmt sind. Das können wir auch anders nutzen. Wir können den Blick nach oben wenden und kriegen dadurch eine positive Stimmung. Es ist in sehr, sehr vielen Studien erwiesen worden, dass Menschen, deren Computerbildschirm höher gestellt wurde, künstlich, einfach ein bisschen höher gestellt, bei bestimmten Sachen, wo es um Durchhaltevermögen ging, bei so Puzzleaufgaben, länger durchhalten als Leute, die runtergucken mussten. Wie verbringen die meisten Leute ihre Zeit? Die verbringen die so und schauen in ein kleines Mobiltelefon. Das heißt, sie bringen sich systematisch in einen ungünstigen Zustand. Also eine Powerpose ist gerade stehen und nach oben gucken. Dadurch signalisieren wir uns selber, wir sind gut drauf und wir signalisieren es anderen. Es gibt einen wunderschönen Charlie Brown Cartoon. Können Sie selber kurz lesen. Charlie Brown steht da so und seine kleine Freundin kommt und er sagt, das ist die ideale Haltung, um eine gepflegte Depression aufrechtzuerhalten. Und dann sagt er, was du auf keinen Fall tun darfst, ist dich so hinzustellen, denn sonst ist die Depression 0, nichts weg. Das heißt, wenn du wirklich was von deiner Niedergeschlagenheit haben willst, musst du dich so hinstellen. Das Problem ist, die meisten Verkäufer kennen diese Systematik nicht und diese Zusammenhänge und stellen sich immer so hin und warten auf Kunden und sind dann, wenn der Kunde kommt, haben sich selber schon kommuniziert, ich bin wenig wert, ich habe kein Selbstbewusstsein und kommunizieren das natürlich auch noch dem Kunden. Es gibt eine hervorragende Studie, wo Menschen einfach auf Befehl bestimmte Powerposen machen sollten. Das ist eine. Ein paar weitere habe ich Ihnen hier auf Bildern zusammengestellt. Die haben diese Powerpositionen eingenommen, ganz kurz. Und dann wurde vorher und nachher wurden Blutproben entnommen und es wurden bestimmte Hormonmarker festgestellt, die über Stress und über Wohlbefinden Auskunft geben. Und siehe da, Leute, die sich kurz in eine Powerpose gestellt hatten, hatten weniger von den Stresshormonen, vor allen Dingen Cortisol, und mehr von den Hormonen, die für Selbstbewusstsein und Aktion zuständig sind. Das ist das eine. Wir können uns also, indem wir uns in bestimmte Posen bringen, sehr, sehr schnell in unserem körperlichen Zustand verändern. Jetzt wurde die Studie noch weitergetrieben und die haben zwei Gruppen gebildet. Die einen haben sich in Powerposen gebracht und die anderen wurden überhaupt nicht vorbereitet. Und dann wurden die geschickt, ein Vorstellungsgespräch zu simulieren mit Interviewern, die nicht wussten, wer zu welcher Gruppe gehörte. Die Leute, die sich kurz vorher in den richtigen Zustand gebracht haben, die wurden öfter genommen in diesen Rollenspielen. Das heißt, die Interviewer, obwohl sie nicht wussten, wer sich vorher in den Zustand gebracht hat und wer nicht, waren beeindruckter von den Menschen, die sich vorher die Zeit genommen hatten, ihren Zustand kurz positiv auszusteuern. Dafür nehmen wir uns übrigens viel zu wenig Zeit. Wir sorgen dafür, dass jeden Morgen die Garderobe stimmt, wir sorgen dafür, dass die Klamotten einigermaßen zusammenpassen, dass die Schuhe geputzt sind. Aber dafür, dass das Wichtigste, was wir haben, nämlich unser emotionaler Zustand, dazu passt, was wir da erreichen wollen, dafür sorgen die meisten Menschen nicht. Die lehnen jede Verantwortung für ihren emotionalen Zustand ab und sagen, natürlich bin ich schlecht drauf, das Wetter ist ja schlecht oder mein Chef hat mit mir geschimpft. Anstatt zu sagen, über meinen emotionalen Zustand bestimme ich selber, ich wähle ihn selber. Deswegen heißt die erste Stufe unserer Verkaufssystematik die Wahl der eigenen Einstellung. Denn was wir mit unserem Körper machen, bestimmt darüber, wie unsere
Einstellung ist und wie wir uns fühlen. Das heißt, wenn Sie verkaufen oder auch wenn Sie Menschen führen, sorgen Sie dafür, dass Sie sich vorher, bevor Sie an den Kunden oder an Ihre Mitarbeiter gehen, in genau den richtigen Zustand dafür bringen. Wie das geht, bestimmte Powerposen, die Sie natürlich überwiegend lieber alleine machen sollten, zeigen wir hier noch in mehreren Fotos. Also Körpersprache ist wichtig. Sie kommunizieren immer mit mehreren Menschen. Über die Körpersprache, mit dem anderen und mit ihnen selber. Ein schlauer Mann, Tony Robbins, hat gesagt, die Qualität deiner Kommunikation bestimmt über die Qualität deines Lebens. Und ich füge dem hinzu, der wichtige Ansprechpartner bist immer du selber. Das heißt, sorgen Sie dafür, dass Sie körpersprachlich mit sich in einer Art kommunizieren, die es dem entspricht, wie Sie sein wollen. Lebhaft, entscheidungsstark, dominant, positiv, sorgen Sie dafür, dass Sie sich in den Zustand bringen, den Sie nach außen tragen wollen, für das, was Sie erreichen wollen.